Hallo liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die, nachdem ich hier ein bisschen Ordnung geschafft habe. Moment, ich hole nur gerade ein bisschen Wasser. So. Na, hier und noch das letzte Gläschen gefüllt. So, hier habe ich uns gerade noch mal ein bisschen Speck und Ei gemacht, aber doch nicht so. Im Töpflein, so wird da eher was draus. Oh, das braucht aber ein bisschen Brenndauer, dann nehmen wir mal die anderen Stühle. Genau, das sind dann so 16 Stühle. Ja, das läuft. Wir schnapulieren gerade noch mal ein bisschen was zu essen. Ah, komm, einmal geht noch. So, das Essen, diese vier, nehmen wir mit. Ja, dann haben wir so ein bisschen Grundversorgung. Ah, das kann wieder dahin. Hier ist noch nichts. Ich habe etwas umsortiert. Hier ist das Essen. Ich habe einmal, wenn es ins Stu gekocht, weil ich hier noch eine Kartoffel hatte. Und wir schauen uns die Werte an. 5 Leben gibt es zurück. Fullness von 20, nicht mehr von 40. Das ist reduziert worden, wie ich es mir schon gedacht habe. Es ist sogar stark reduziert worden. Durst gibt es 25, also nicht Durst, ist ja Quatsch, andersrum. Also es löscht den Durst um den Wert 25. Und es gibt 1,6 Wellness dazu. Also stark reduziert, das wenigstens du. Aber das war so mal das erste Mal, dass wir einen Blick drauf werfen können. Hier sind die Werte wie folgt. Das ist auch nicht mehr so die Welt, ne? 3 Leben dazu, 15 Fullness nur. Man merkt, man braucht, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel es vorher hat, aber es war wesentlich mehr. Also gefühlt wesentlich mehr, ne? Gibt auch ein Wellness dazu, ist okay. Ich habe jetzt keinen Überblick, was das normale Bärenfleisch, wenn das so roh ist. Ehrlich? Gibt es schon Fullness 20? Respekt. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Das dazu. Ihr seht's, was ich mir gemacht habe. 4 Stahlbarren und wir haben sogar eine gelbe rausbekommen. Eine gelbe Pickaxe. Die hat ein Entry Damage und vor allen Dingen ein Block Damage von 11,6 und die Iron, ja, 4, noch was. Gut, die müssen wir zwar noch, ach komm, wir reparieren sie gerade. Nicht Scrap, Repair, dann haben wir einen direkten Vergleich. Also nicht wirklich, die hatte eine Qualität von 218 und die ist 10 höher, aber trotzdem, ne? Entry Damage 11,32, Block Damage 11,6. Hier Entry Damage 8,63 und Block Damage 5,3. Also ist schon ein Riesenunterschied, ne? 281 die Duralität und hier 352. Und ich hatte Schwein, ich wollte mir eigentlich noch eine bessere Fire Axe machen und bin so hoch gerutscht in der Qualität, dass ich jetzt eine grüne habe. Ist das nicht der Hammer? Eine grüne. Ja, ihr seht es hier unten schon in der Waffenleiste. Unsere alte Shotgun haben wir zurück. Wir haben uns eine Ersatz-Shotgun aus den ganzen Teilen machen können. Wir haben eine blaue Magnum jetzt. Mhm, blau. Und wir haben aus den ganzen Teilen noch eine Ersatz-Magnum gemacht. Unsere 9mm ebenfalls in blau. An Ersatzwaffen haben wir, wie gesagt, einen Ersatz-Schrotflinte in grün, eine Ersatz-9mm in grün, die 44er in gelb und noch einen Ersatz-Prügel. Das erstmal dazu. Ich habe ein bisschen umgeräumt, hier ist das Wasser drin. Hier das Essen, wir haben einiges an Korn. Das heißt, wir zählen mal 10 ab. Na, haben wir schön abgezählt. Kannst du gut. Übrigens hier, ihr seht, das Fett 72 stackt auch höher als 64.
Das nur so nebenbei. So. Da machen wir neue Samen draus. Ich werde doch mal die Uhr stellen. Ist vielleicht auch eine nette Idee. So. Und die könnten wir eigentlich auch draußen sehen. Ich habe draußen das letzte Haus noch gelootet gehabt, so zwischendurch. Um sicher zu gehen, dass wir nichts übersehen haben. Daher kann es sein, dass da hinten so ein paar Blutpfropfen sind. Möglicherweise, eventuell, nicht so wichtig. So, dann pflanzen wir hier mal neben den Kartoffeln schön den Mais an. Ups. Ich habe mal ein paar Pfeile mitgenommen. Aber ich glaube, für die ganz schnellen brauche ich dann doch eher mal einen Prügel. Ich wollte auch einfach jetzt nur mal... Ich nehme mal... Ich habe ein Sandwich schon... Ich freue mich auf die neue Maus. Habe ich das eigentlich schon gesagt? Ich freue mich wirklich, wenn ich sie habe. Ui, ich habe genau gehört, wie das Knick gebrochen ist. Ich will sie nicht auf einen Haufen alle legen. So ist besser. So, schön abfrühstücken. Ein Knochen. Toller Loot. Hast ja wirklich was Schickes dabei gehabt. So, die kleine Mini-Horde. Lassen wir uns natürlich schmecken. Die mischen wir schön auf. Und die schnellsten haben wir ja schon am Säckel. Da waren wir schon dran gewesen. Ja, was wollte ich sagen? Ich habe so ein schimmeliges Sandwich schon einmal geholt. Weil ich nicht weiß, ob man dann nicht doch tatsächlich mal was draus craften kann. Und von daher habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du es mal mit. Bam! Crawler. Ich kann sie überhaupt nicht ab. Du bist eine ganz schnelle. Das muss ich dir gleich abgeben. Schick. So, da gehen wir nochmal im Kreis. Und dann haben wir hier doch die... Das hat wehgetan. Das habe ich genau gehört. Habe ich dich schon? Ui. Tappt hier noch was? Nee, ne? So, jetzt schnell hier looten. Weil die Dicken und vor allen Dingen die Tante will ich dann doch zuletzt haben. Ja, ich leg mal einen Pfeil ein, ha? Da fällt ein Dicker um. Hat gesessen. Jetzt habe ich aber, glaube ich, die sehr guten Pfeile verballert. Oder zumindest die Iron-Pfeile. So, Mini-Horde, fast geklärt. Jetzt. So, zurück zum Saatgut. Da wollte ich doch hier noch eine Reihe ansetzen. Und dann müssten wir eigentlich, wenn diese Reihe durch ist, mit Mais sehr gut dabei sein. Wenn jetzt die Kartoffeln gar werden, müssen wir mal schauen. Ich dachte, ich hätte Pilze irgendwie mitgenommen. Ich finde aber im Moment gerade keine. Weiß nicht, was das bedeutet. Habe ich schlampig gearbeitet oder was? Ich weiß es nicht. So, wir haben noch zwei Mais übrig. Ich bin noch ein Schelm und setze sie jetzt einfach mal in den Boden. Weil es geht bei Mais ja auch ohne, dass man Feld anlegt. Wisst ihr ja. Mais geht ohne. So, das crappen wir. Thunfisch. So, den Mais haben wir angepflanzt. Und wir haben die ganze Stadt gelootet. Und so viel haben wir von der Welt noch gar nicht gesehen. Was war denn das eigentlich?
Ich glaube, den Laden haben wir. Oder? Ich meine. Oder bin ich. Nee, ne? So wie das alles hier. Den habe ich gemacht. Denke ich mal. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nicht schlecht. Nee, ich glaube, das haben wir. Das war unser Anfang gewesen, meine ich. Ja, das war unser Anfang. Jetzt haben wir es wieder. Aha. Was mich ja eher interessiert, ist jetzt auch mal hier die Richtung, ne? Wir müssen ein bisschen scouten, wir müssen ein bisschen die Gegend erkunden. Das ist erstmal wichtig. Ach ja, jetzt habe ich ja erstmal die Pranken voller Mist. Hier ist noch ein Stahlingot. Ach, habe ich. Ich habe was gefunden in dem Zombie. Dürfte den meisten von euch echt bekannt vorkommen. Zeige ich gleich. Hab extra damit gewartet. Damit ihr es alle seht. Da, 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 da. Die Crossbow-Schematik. Die kann ich mir zwar irgendwo hinstecken, aber nicht benutzen. Also ich kann sie schon benutzen. Ich zeig's mal. Reed. Jetzt kann ich den Crossbow und ich kann ihn doch nicht. Weil, soweit ich mich erinnern kann, fehlt für das Rezept leider das Leder. Genau. Ich kann das nicht. Lederbearbeitung. Deswegen kann ich keinen Crossbow. Gut, nachdem wir uns ausgeweint haben, ich habe ihn wenigstens schon mal gelernt. Immerhin das schon mal. Dann machen wir uns erstmal ein paar Kits. Ich habe die Ersatzwaffen mit Absicht nicht repariert erstmal, sondern nur meine Gebrauchswaffen. Spider. Mhm, ich höre sie. Spider haben ja immer was zu meckern. Patronen. Die können wir noch umwandeln. Und das ist Essen, das kann man getrost bunkern. Ich könnte mal eine Fuhre Tee machen. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen Wasser. Ach, weißt du was? Nehmen wir uns zwei. Kochen wir uns jetzt erstmal einen leckeren Tee. Denn Tee ist gesund. Nein, wir brauchen den tatsächlich zum Überleben. 15, dann nehmen wir die besseren Stühle. Haben wir noch irgendwie eine günstige Couch? Hier, die Couch-Ecke ist, glaube ich, die ist auch sehr ergiebig, ne? Boah, 2,11. Weißt du was? Ja, da wird schon ein Schuh draus. So passt das sehr gut. Na, die dicke Couch-Ecke. So, haben wir es ein bisschen sortiert nach Brenndauer. Hier hatte ich ein bisschen Scrap reingeworfen durch das ganze Schrotten der Waffen. Da kam auch ein bisschen was bei rum. Ja, 14. Das ist mal ganz ordentlich. Stein. Richtig. Könnte man draus machen? Machen wir auch. Machen wir kleine Steine draus. Und das. Und dann müsste es doch Cobblestone Rocks geben. Da werden sie schon angezeigt. Ah, zumindest 16. Gut. So, hier brennt das Feuer ganz gut. Wir machen uns gerade Tee. Essen dauert noch. Wir haben leider nicht ein Ammunition Book gefunden. Das heißt, wir müssten mal schauen, ob wir dann nicht besser... Ah, ich brauche mal ein paar Fackeln für die Kiste hier. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, ob wir nicht die alte Schaufel einschmelzen und dann lieber was Besseres bauen. Achso, da ist noch gar kein Feuer an.
alte Schaufel würde 4 bringen. Und kostet ein paar 30 Minuten. Das ist, glaube ich, so ein Stuhl. Perfekt. Das hört sich immer herzzerreißend an mit den Spiders. Das ist schon heftig. So, die Schaufel. Vier Stück. Das ist ordentlich. Also, machen wir eine... Machen wir nicht? Wieso nicht? Doch. Und kriegen Gelb. Gelb ist gut. Gelb ist unser Freund. Haben wir eine schöne Schaufel. Cobblestone Rocks. Auch nicht verkehrt. Ein paar Frames haben wir ja hier. 6 Stück. Da kann man schon mal weniger meckern als vorher. Jetzt probieren wir mal das Teil hier aus. Aha. Geht langsam, finde ich. Vielleicht ist es in Steinekloppen besser als hier. Probe auf Exempel oder so ähnlich. Probieren wir das damit nochmal. Naja. Das ist jetzt auch nicht viel schneller, würde ich sagen. Man hat nur das Gefühl, weil er schneller zuschlägt. Ist also auch nicht so der Kracher gewesen, muss ich sagen. Das Ding setzen wir noch. Können wir dann noch einen setzen? So, und weil es immer noch die Gefahr gibt, das Durchbaggen, machen wir erstmal dicht. Haben das schon mal getestet. Was ist das für ein metallisches Klopfen? Ach, die waren am Auto gewesen. Die haben das ganze Auto rübergeschoben. Ja, okay. So, was natürlich schick ist, wenn man ein bisschen Licht hat. Stacken die Woodframes höher? Guckt euch das an. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Nice. Ist ja cool. Also, das wollen wir unterstützen, die Säule. Das heißt, das Stück muss rausgekloppt werden. Was machen wir denn mal damit? Aha. Das klappt ganz gut.
Aber ich habe vergessen, mir Holz einzupacken. Deswegen kann ich gar nicht verkleiden. Also nicht so mega schlau, also wieder hoch. Muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht in die Grube reinfalle, die ich mir da gebastelt habe. Weil wir wollen ja ein neues Stockwerk da unten erschaffen, indem wir nicht was anbauen, sondern was abbauen. Holz. Und Erdarbeiten mal hier wechseln. Das kann auch. Zerkraften. Und dann geht's hier mal munter weiter. Ja, einfach reicht. Und hier ist genau das gleiche. Einfach keine strukturellen Probleme kriegen, deswegen werden die Säulen nach unten logischerweise durchgeführt. Wer in der letzten Staffel aufmerksam meine Videos gesehen hat, ist hier absolut im Bilde, worum es mir hier geht und wieso wir das veranstalten. Wenn unter dem, was man bauen will, sozusagen ein Freiraum ist, ist die strukturelle Integrität der darüberliegenden Bauten nicht mehr gegeben. So einfach funktioniert das bei Seven Days to Die. Man muss es halt nur wissen. Dann kann man darauf reagieren, ist ein Stück schlauer. Auch hier Erde weg. Da ist Stein drunter. Das soll uns genügen. Das ist sehr gut. Das ist die nächste Säule, um die es geht. Das wäre sozusagen hier. So müsste das sein. Springen wir mal hoch und ups, ziehen nach. Wunderbar. So, auch abgestützt. Na. Hier dann natürlich das gleiche. Sehr gut. Ja, das ist doch ganz hervorragend. Das stimmt mich schon wieder schön und gemütlich. Das ist... Ups. So ist das cool. So, dann graben wir uns hier doch gerade mal ein Stück höher. Das sind nur diese vier Säulen. Das ist okay. Das ist einfach nur Ballast. Der kommt jetzt endgültig weg. Dann schauen wir hier nochmal. 2, 3, 4, 5. 5 Schläge davon. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Fast das Doppelte. Okay. Dann haben wir das auch geklärt.
einem eben langsam vor. Das stimmt schon. Dann muss die Wand repariert werden. Das sieht man natürlich nur, wenn man dran arbeitet. So. Komm, stell dich an. Geht's gar nicht runter? So, sehr schön, da sind wir am Stein angekommen. Das ist sehr gut. So, jetzt haben wir natürlich Fackeln dabei, also können wir schlichtweg auch mal welche einsetzen, dass wir hier unten einfach mal Licht haben. Das ist gut. Oh, dann könnten wir eigentlich auch schon wieder reparieren. Okay, das ist es nicht. Oh. Okay, das decken wir natürlich ein Stück hoch. Schön falsch gesetzt. Jetzt ist es besser. Das war zu viel. Sind wir schon da? Nee, oder? Da fehlt noch einer. Ja, einer fehlt noch. Arbeiten wir natürlich aus. Ist doch logisch. So, wir haben da die Axt. Ich glaube, die brauchen wir auch. Ich darf nur keinen falschen Schritt jetzt machen. Aber das sieht gut aus. So sieht das nämlich aus. So eine Treppe nach unten wäre nicht schlecht. Da müssen wir uns noch ein bisschen was einfallen lassen, dass das so ganz bequem auf und ab gehen kann. Ach komm, das soll wohl nicht sagen, dass sich das jetzt anstrengt.
wieder Hunde. Die armen Hunde. Tun sich nur weh. Dass die Spitzen draußen so stark repariert werden müssen, das gefällt mir noch nicht so richtig. Das ist noch nicht so mein Favorite. Oh, hier haben wir schon. Okay. Zum Reparieren. Passt. So, da geht's runter. Da brennt zwar Licht, aber es ist doch ein bisschen düster. Ja, weil wir natürlich jetzt neue Fackeln ansetzen. Ich bin natürlich auch gespannt, wenn wir den Boden weiter abtragen, ob wir vielleicht auch irgendwann mal auf Erze treffen werden. Das wäre ja mal eine interessante Kiste. Natürlich eine Frage, die es irgendwann dann auch zu klären gibt. Kann man wieder nach Erzen bohren, sozusagen? Oder ist man immer noch auf Höhlen angewiesen? Das muss man dann mal abklären. Aber ich sehe schon langsam den Vorteil dieser Pickaxe, dieser Stahlpickaxe, die Ausdauer geht nicht so wahnsinnig runter, also nicht so schnell. Man braucht weniger Schläge. Und dadurch, dass sie langsamer ist, verbläst sie nicht so rasch die Ausdauer. Kann natürlich auch ein Vorteil sein. Ganz klar. Das könnte schon erzhaltig sein, ne? So von der Optik her, das weiß man nicht. Aber könnte heißt ja nicht, dass es ist. Ja, die arbeiten sich ganz schön an meiner Verteidigung ab, muss ich hier feststellen. Da ist ganz schön die Jammer zu vermerken. So, wir haben uns schön tiefer gegraben. Hier fehlt es noch. Draußen ist aber auch ein Zirkus. Das ist unglaublich. Und wir haben ganz schön Stein eingesackt. Ich würde sagen, wir machen uns mal wieder nach oben. Vorzugsweise damit. Müssen wir dann doch mal nach dem Rechten sehen. Ups. Wieder schließen. Ist ja auch alles noch überschaubar, damit wir gefahrlos drüber gehen können.
Interessanterweise wird diese Stahl-Pickaxe auch mit Metal Strips, kann ich gleich zeigen, repariert. Oh, das geht aber schnell. Ne? Hier, Metal Strips. Sehr cool. Das ist wirklich cool. Auch hier, Repair, Repair, Repair. Ich würde es testweise mal diese Sache daheim lassen. Da reparieren wir auch mal fleißig. Ein neuer Tag bricht an. Das ist gut. Dann können wir gleich mal draußen klären. Wir haben eine Ho. Die lassen wir da. Die zwei Sachen nehmen wir mit. Bretter. Die Steine. Ach, guck mal hier. Das deckt auch höher. Haben sie auch geändert. Das war vorher nicht gewesen. Deswegen war das ein 64er-Stack. Das haben die richtig umgeändert. Die können wir mal einpflanzen da draußen. Die Sticks gebe ich mal kurz ab. So, und ich lade jetzt mal die Pfeile, die normalen Arrows, damit wir die mal komplett verbrauchen. Ja. So. Fackeln. Brauche ich erstmal nicht. Und Papier können wir hier hinpacken. Ich habe noch ein paar Schuss. Oh, die Kartoffeln sind fertig. Kontrolle, jawohl, er nimmt sie. Och, habe ich mich erschreckt. Dieses Gewitter. Das raubt dir echt den letzten Nerv. Auch der Kaffee ist fertig. Fein, 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 fein. Ach, hier bist du. Mhm. Weg von meinem Beet. So, wir haben schick Kaffee. Und hier hätte ich gesagt, nehmen wir nochmal 10, die wir erneut anpflanzen. Ach, die Bäume, die Bäume wollte ich mal setzen. Ach komm, weißt du was? Das können wir hier machen. Jo. So, und hier pflanzen wir schön die Kartoffelchen an. Brauchen wir nur noch ein paar Pilze eigentlich, um das Experiment zu beenden. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Kartoffeln übrig, die pflanzen wir hier an. Super. Dann bringen wir die Beute erstmal in den Bau. Und ich schwör's euch, wir kümmern uns um den Spider. Das geht mir so jetzt schon auf den Senkel. Es steigt wieder. So ist es richtig.
Macht das Blut die Spikes kaputt? Guckt euch an, die ganzen Spikes sind alle. Ist das der Grund, warum die kaputt gehen? Es ist mir noch ein Rätsel, warum die kaputt gehen. Vielleicht, wenn die drauf sterben. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Dass sie in Mitleidenschaft gezogen werden. Liegt es am Untergrund, dass sie auf keinem guten Untergrund stehen? Merkwürdig. Oder weil ich mit der Axt drauf hacke. Nee, guck mal, da habe ich doch gar nicht drauf gehackt. Guckt euch an, wie die kaputt sind. Reingelatscht. Voll Honk. Das war vorher nicht so gewesen. So, dann haben wir das erledigt. Damit das nicht nochmal passiert, machen wir hier Folgendes. Schloss mit lustig. Hier habe ich es auch noch nicht gemacht. Jetzt. Damit die sich an den Hausecken festbacken und das Gebäude hinrichten. Man muss wirklich diese Ecken abschlagen. Nicht schon wieder Geschrei gerade eben? Gut. Lass uns den Weg doch mal erkunden. Wir könnten auch diesen Seitenarm checken. Wieder dunkel wie im Bärenpopo hier. Das ist eine Sache für unsere Pfeile. Lass uns langsam mal hier ein bisschen Frieden schaffen in unserem Gebiet. Ah, hier, der Feldweg, okay. Und schauen wir mal, wohin das Ding führt. Hätte mir Alkohol mitnehmen sollen. Aber für den Gedankensprung hat es leider nicht gereicht. Du Scheiße, gibt es hier hin? Och, was ist das? Hier geht's ja richtig runter. Was ist hier diese... Ach ja. Das ist der Grund, warum der Bogen nicht so toll ist.
Okay. Scheiße. Entschuldigung, Entschuldigung. Danke, ich muss vorbei. Danke, Entschuldigung. Bär im Hintergrund. Kloppt euch. Klappt das so, wie ich das wollte? Trifft immer der Richtige. Immer trifft es den Richtigen. Sag ich doch. Da müssen wir reingucken. Ups. Noch eine Schwester. Was ist denn jetzt mit den Bären geworden? Vorbeigefeiert. So ein blödes Stück. Aber Alkohol hat es uns gebracht. Immerhin. Besser als nichts. Was ist denn jetzt der Bär? Och, wie konnte die das überleben? Ach. Da war ich ein bisschen unvorsichtig gewesen. Wo ist der Bär hin? Okay, da ist er. Schön gegen den Fels gerannt. Das hätte ja auch ganz mies ausgehen können.
Oh, du bist so nah. Echt, was hast du für eine Reichweite? Ja, klasse. Und der Bär stirbt. Nee, oder? Ich lauf so einem Arsch direkt in die Arme. Oh, man. Ach, kann's doch nicht sein. Ach, jetzt bin ich unter 100. Ich will diesen verdammten Bären haben, aber sowas von. Oh. Naja gut, wenn man es positiv sehen will, ich bin nicht mehr infected. Also, was lernen wir da draus? Rückwärts laufen? Scheiß Idee. Dann lieber den dicken Prügel rausholen und die Sache beenden. Shit, Mist. Da liegt der Bär. Na gut. Okay. Schwester dabei. Mal wirklich kurzen Prozess machen wir mit den Arschlöchern. Ich glaube, das war doch der, der mich erschlagen hat, oder? Hab noch eine Füllung für dich. Schon. Und der ist Glas. Read. Und da haben wir auch noch eine Schematik gefunden. Ein Repair Tool und Iron Gloves. Sehr schön. Kann man gebrauchen. Das kann man. Das kann man auch. Gut. Ups. Kriege ich hier im Sulch fest. War nicht ein Hirsch gewesen? Kannst du es glauben?
stirb schon. Ach komm, bist jetzt schneller als ich. Das war der dritte Pfeil. Du willst jetzt nicht abstürzen, oder? Da unten gibt es Stress mit dem Bär. Wo ist mein Hirsch, verdammt? Mehr als einer. Nicht wegbacken. Nicht unsichtbar werden. Also der Unsichtbar-Bank. Das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Herrgott nochmal. Teufel ist der Hirsch hin. Du bist schuld. Kines, ich wollte den Hirsch haben. Ich glaube, ich habe ihn. Das ist schon wieder Hort oder was? Bin ich denn so voll? Da ist er. Hab die nicht gesehen. Ach so. Der Bär noch da. Wo ist denn der Bär hin? Was habt ihr denn mit dem Bär angestellt? Wo ist er denn jetzt? Das hier. Verdammt. Ich komme schon wieder zu spät. Uah! Ich hab dich doch gesehen. Schwester nehme ich. Ah, Vitamine. Getroffen. Ich will das Öl.
Auf die Schnelle. Was gibt's hier? Ja, das war nicht viel. Schon wieder den Mist aufgesammelt. Ein Ei brauche ich nun echt nicht. Naja, dann können wir hier wenigstens jetzt in Ruhe looten. Den nehmen wir mit. Tja, zu dem Bär haben wir es leider nicht mehr rechtzeitig geschafft. Da hatte ich gehofft irgendwie, dass wir da noch was kriegen, aber... Naja, das hätte nicht sollen sein. Schade. Schade, schade, schade. Oh, Essen. Naja. Ein Rucksack, immerhin. Wow! Ein Kevlar-Helm. Das ist immer geiler Stuff. Pistol Barrel ist direkt. Und grün ist inzwischen auch schon so. Nein! Was soll ich den nehmen? Der ist doch viel cooler. Gucken wir mal, ob wir hier hinkommen. Ah, da ist der Hirsch! Harry Hirsch! Da kriegen wir doch noch unser Schwein, unser Wild. Venison. Und dafür lasse ich zurück, zweimal Pulver. Knochen kann ich nehmen. Sonst kann ich alles nehmen. Gut. Gut, gut. Ja, ich hätte mir gern locker verdienten Bär geholt. Das wäre schön gewesen. Die kloppen sich und ich... Holla die Waldfee. In so einem unscheinbaren Dreckbeutel... finde ich die Schematik für einen Bohrer. Das lese ich mir doch mal genauer durch. Nee. Nicht dumm sein. Scrappen. Wie geil ist das denn? Jetzt kann ich einen Bohrer. Cool. Das ist ja echt cool. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Jo, einfach mal auf die Mütze. Das ist interessant, ne? Was er hier für... Das sieht interessant aus. So Stein verzieht sich hier so. Das ist cool. Wie so eine Ader, die da durchgeht. Und wir sind auf dem Wege. Goll. 20 Uhr. Naja, immerhin haben wir ein bisschen was aufgedeckt. Ich hätte gesagt, wir... Da brauche ich eigentlich... Da, hier. Da müsste ich hochkommen. Der Heimweg wäre jetzt anzutreten. Boah. Sobald ich es packe. Oh, die Flashlight. Chicken Eat. Und die Flashlight... So, komme ich denn da hoch? Ja, die purzeln da auch alle, glaube ich, runter. Nee, das ist zu steil. Ich muss den Weg gehen. Müsste man sich mal eine Rampe basteln. Das ist alles ganz schön steil. Hier könnte es wieder klappen.
meine, an den Baum kann ich mich erinnern. Spring. Häslein hüpf. Oh Gott, oder war das der Baum da drüben? Ich glaube, das war der Baum da drüben. Ja. Ja. Was für eine Begrüßung. Dann sollte ich jetzt aber schnell machen, hä? Der stürzt natürlich ab. Ach, was soll's. Ja, dann machen wir uns mal heim. Und da haben wir wenigstens die Ecke uns mal genauer angesehen. Ah, es ist eh Runtime. Das passt. Keiner zu Hause. So, hier habe ich zwei Frames rausgenommen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. So ist besser. Ja. So. Oh, alles voll. Ja, der Helm ist natürlich spitze, hä? Ich getraue mich noch gar nicht so richtig. Fünfmal Venison. Wir nehmen auch fünfmal Bärenfleisch. Vielleicht können wir so schon was draus machen. Das Fett dröseln wir da drauf. Die Flashlight, warte mal. Da ist eine dran. Da ist eine dran. Da ist eine dran. Ist das auch eine grüne? Ja. Einmal nachladen. Auch du. Und hier. Was hat er denn jetzt angestellt? Ja, danke. Da hat er mir schön die Taschenlampe geschluckt. Aha. Das sehe ich jetzt aber mit Argwohn, muss ich feststellen. Mist. So, dann reparieren wir mal. Hundegeheul. Die hätte ich nachher getroffen. Knochen können wir hier weg, die Federn. Eisenspitzen, Metal und hier. Nee. Das ist nur Brennmaterial. Da ist Munition. Die tun wir auch erstmal dahin. Ich bin jetzt mit dem noch nicht so schlüssig. Fertiges Essen und jetzt nehmen wir das, was wir vorbereitet haben.
Wir haben jede Menge Venison, das stelle ich gerade fest. Vielleicht kann man daraus ja schon was machen. Und wenn nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Versuchen wir es mal mit Kornmehl. Wir nehmen mal so alle Zutaten. Er zeigt dir dann an, was möglich wäre an Rezepten. Man muss nur die richtige Kombi hinkriegen. Venison Stew ist klar. Bear Stew. Oh, und das ist unser Tee. Bear Stew. Da haben wir Bear Stew. Klasse. Da haben wir einen direkten Vergleich. Dann läuft jetzt die Nahrungsmittelproduktion mal an, hätte ich gesagt. 10 davon und 10 mal Mais. Und dann nehmen wir hier noch 5 zu. Wasser. Stühle. Haben wir da noch einen? Ah, hier, dicke Couch. Die dicke Couch wird es richten. Jo, hat sie auch direkt. Das ist gutes Wasser. Und da haben wir noch Kornmehl und die Bärchen, mit denen keiner was anfangen kann. Und wir lassen uns erstmal... Nein, lassen uns nicht schmecken. Wir brauchen was zu trinken. Ah ja, die Pfeilspitzen. Ganz vergessen. Gott. Werfen wir einfach mal so rein. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Vergleichswerte. Oh, das braucht echt lange zum Kochen, oder? So, dann vergleichen wir mal. 5 Leben. Auch 5. Oh, hier. Fullness 20 und das Bärenragout 40. Hydration 25. Das bleibt 1,6. Wellness 2,5. Wellness. Tja. Ich weiß, dass es in meiner Community auch viele Herzen für Bären gibt. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das hier ansehe, die Bärenjagd ist eröffnet. Und diesmal nicht mehr im Rückwärtsgang. Den Fehler mache ich nur einmal. Das stinkt wahrscheinlich auch wie Hölle. 2, 4, 60, 4. 2, 4, 60, nö, ist egal. Aber es braucht länger, bis es fertig wird. Na gut. Das ist nicht schlecht. Ich werde hier einen Cut machen. Also ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in einer nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Ne? Bärenmäßig. Aber... zum Erforschen. Wir sind ja hier auf einem Plateau, sage ich mal. Da müssen wir... Vielleicht können wir hier auch irgendwas machen, dass man da hoch und runter kann. Lass mal schauen. Wäre interessant, das mit Rampen vielleicht so ein bisschen auszubauen. Aber erstmal erforschen wir den Weg. Da sind wir auch noch nicht lang. Wir haben hier noch nicht allzu viel gesehen. Wir haben uns erstmal in der Stadt schön niedergelassen. Aber jetzt läuft die Versorgung an und wir sollten mal gucken, was es noch außerhalb unseres... ja... Tellerrandes gibt. Und das machen wir in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht's gut, viel Spaß im Netz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ciao.